Sehr geehrte Freundinnen des Museums Passmuseum, mein Name ist Roland Frey und im Namen des Vorstandes des Museums Passmuseum-Vereins heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend, heute live aus der Fondation Baylor in Riehen. Der Lockdown hat uns allen bewusst gemacht, dass wir Kultur brauchen. Denn ohne Kultur geht etwas verloren, Lebensqualität. Und aus dieser Überlegung kam der Gedanke, dass wir Kultur brauchen, dass wir Hunger auf Kultur haben und die Idee, dass wir unser bereits breites Angebot im Museumspassmuseum noch um ein digitales Angebot erweitern. Somit haben wir wöchentlich Angebote, die wir Ihnen bereitstellen können, abwechselnd auf Französisch und auf Deutsch. Diese Erweiterung war natürlich nur möglich dank Ihnen, liebe Passbesitzer, und Ihrer Unterstützung. Ohne dies ging es natürlich nicht hier. Und das weitere Ausbauen unseres Angebotes liegt uns natürlich sehr am Herzen. Leider ist die Situation so, dass die Schweizer Museen ab 1. März geöffnet sind, zum guten Glück. Und wir hoffen natürlich, dass die französischen und deutschen Museen in Bälde auch öffnen dürfen. Wie Sie aus dem Newsletter sehen haben, werden wir Sie alle für Ihre Ausfallzeit, die Schließungszeit der Museen, entsprechend Ihrem Land, werden wir die Pässe verlängern. Das passiert automatisch. Wir haben aber auch, einige von Ihnen haben auf eine Verlängerung verzichtet. Und wir danken Ihnen herzlich für dieses Vertrauen hier. Aber nun zu unserem heutigen Anlass, den Online-Event Rodin Arp. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass dieser Anlass live stattfindet. Es kann also sein, dass wir technische Probleme unterwegs haben. Ich hoffe nicht, aber falls wir die haben, danke ich Ihnen vorher für Ihr Verständnis. Als Experte begleitet Sie heute Abend Dr. Raphael Bouvier, Kurator der Fondation Baylor und Kurator der Ausstellung auch. Die Führung widmet sich dem Dialog zwischen Rodin und Arp und wirft einen Blick auf die zentralen Aspekte, da die Werke der beiden bahnbrechenden Künstler verbinden, die Werke verbinden und auch unterscheiden. Er wird Ihnen allfällige Aspekte näher bringen, während der Präsentation oder gegen Ende der Präsentation auch einige Fragen der Zuschauerinnen live beantworten. Hier noch ein Hinweis, Sie sehen im YouTube-Chat, können Sie die Fragen stellen, aber Sie benötigen dafür ein Google-Konto, eine Google-E-Mail-Adresse, und müssen Sie entsprechend anmelden. Am Ende der Veranstaltung würden wir uns freuen über persönliches Feedback. Sie finden den Link am Ende der YouTube-Beschreibung dieser Veranstaltung. Nun übergebe ich an das Team der Fondation Baylor, wünsche Ihnen eine spannende Besichtigung, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Raphael Bouvier, ich bin der Kurator der Ausstellung Rodin Arp in der Fondation Baylor und freue mich sehr, Sie zu dieser Live-Online-Führung begrüßen zu dürfen. Wir dürfen ja seit einigen Tagen wieder auch Live-Führungen im Museum anbieten. Es ist trotzdem schön, dass ich Sie auch jetzt wieder über diesen Online-Kanal begrüßen darf. Die Ausstellung Rodin Arp ist eigentlich eine Premiere, kann man sagen. Es ist das erste Mal, dass diese beiden bahnbrechenden Bildhauer des 20. oder späten 19. und 20. Jahrhunderts in einem direkten Dialog gezeigt werden. Es sind tatsächlich zwei der wichtigsten Protagonisten der modernen Skulptur. Zum einen Rodin, der, ich glaube, man wirklich sagen darf, eine Vaterfigur, ein bahnbrechender Vorläufer der modernen Skulptur ist, der wirklich die Kunst, die Skulptur des 20. Jahrhunderts ganz, ganz maßgeblich geprägt hat. Und dann Hans Arp oder Jean Arp auch genannt, der dann im 20. Jahrhundert wirklich zu einem der Hauptvertreter der abstrakten Bildhauerei geworden ist, mit seiner sehr typischen organisch-biomorphen Skulptur, die
die auch wirklich dann Schule gemacht hat und auch spätere Künstlergenerationen, man kann sagen, eigentlich bis heute doch sehr stark geprägt hat. Also man kann sagen, etwas pointiert, eine Art Dialog zweier Giganten der Skulptur der Moderne. Das Foyer, also die Ausstellung beginnt mit diesem Dialog im Foyer zwischen dem monumentalen Denker von Rodin, vielleicht eine der berühmtesten Skulpturen des Bildhauers, im Dialog mit einer anderen Monumentalfigur von Hans Arp, der sogenannte Ptolemäus. Es sind beides Bronzeskulpturen, die wirklich auch zu den vielleicht ikonischsten Werken dieser beiden Bildhauer gehören. Die Idee, Sie sehen im Foyer hier, der Dialog ist hier ein sehr offener in Bezug auf die Formensprache. Sie sehen, hier ging es mir auch sehr stark um Kontrastsetzungen, nicht nur um Analogien zwischen den Bildhauern, sondern auch um Gegensätze, denn natürlich hat Arp nicht Rodin imitiert oder kopiert, sondern ihn praktisch rezipiert und ganz neu interpretiert, kann man sagen. Letztlich ging es mir hier in diesem Dialog auch darum zu zeigen, was innerhalb eigentlich von wenigen Jahrzehnten innerhalb der Entwicklung der modernen Bildhauerei passiert ist, nämlich dieser doch revolutionäre Übergang von der figürlichen, der gegenständlichen Skulptur hin dann zu einer abstrakten Bildsprache bei Hans Arp. Sie werden aber sehen, dass auch bei Rodin sich bereits die Abstraktion in gewissen Skulpturen manifestiert, dass er sogar auch in dieser Perspektive eine Art Vorreiter der abstrakten Bildhauerei ist. Das werden Sie später in der Ausstellung sehen. Letztlich kann man auch sagen, dass im Dialog zwischen dem Denker und Ptolemäus zwei Denker aufeinandertreffen in einem kontrastreichen Dialog, denn Ptolemäus ist ja, war selber auch ein Denker, kann man sagen, ein sehr berühmter, sehr einflussreicher Philosoph aus der Antike, der unter anderem das berühmte geozentrische Weltbild geprägt hatte, also die Idee eigentlich entwickelt hatte, dass die Erde im Zentrum des Universums sich befindet, was natürlich sich als Fehler erwiesen hat, aber mit dieser Vorstellung hat er jahrhundertelang, kann man sagen, wirklich das Weltbild geprägt. Von dem her wirklich auch eine ganz wichtige Denkerfigur. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich in den ersten Raum gehen und dort mit jenen Werken anfangen, die tatsächliche, unmittelbare, direkte Hommagen von Hans Arp an Rodin sind, wo man wirklich sieht, wie unmittelbar und wie stark und vertieft sich Hans Arp mit Rodin auseinandergesetzt hat. Interessanterweise gibt es zwei Werke, die wirklich als Hommagen an Rodin gelesen werden können. Zum einen in der Bildhauerei, aber interessanterweise gibt es auch ein sehr schönes spätes Gedicht von Hans Arp, das er ganz einfach Rodin nennt. Also auch in dem dichterischen Werk von Hans Arp spürt man diesen Einfluss. Tatsächlich ist es ja so, dass Arp nicht nur ein wichtiger Bildhauer war, sondern auch als Poet in seinen Gedichten einen sehr wichtigen Beitrag innerhalb der modernen Dichtung, der modernen auch Literatur geleistet hat. Der Text ist einerseits wirklich eine Huldigung an Rodin, aber wenn man ein bisschen genauer liest, sieht man auch, dass es ein paar ironische, humorvolle Kommentare hat, also dass er da auch ein bisschen mit der reinen praktisch Zelebrierung von Rodin ein bisschen bricht und da tatsächlich eben auch kleine Ironien mit ins Spiel bringt. Die andere Hommage an Rodin von Hans Arp sehen wir in seinem bildhauerischen Werk. Es gibt diese interessante Figur, die heißt Automatische Skulptur, das ist der Haupttitel, und dann in Klammer gewidmet, Rodin gewidmet. Also wirklich eine Hommage an Rodin, wie sich das im Titel ablesen lässt. Die Titel sind übrigens immer original von Hans Arp, also immer wichtiger Bestandteil auch sozusagen des Werkes, kann man sagen. Diese Hommage an Rodin gibt es hier einerseits in dieser Gipsversion. Wir haben aber den sehr selten gezeigten auch Granit
die Granitversion, die in einer Privatsammlung sich befindet und tatsächlich bis jetzt nur sehr selten gezeigt wurde. Interessant ist, dass, und das habe ich versucht, hier in der, im Dialog in diesem Raum zu zeigen, dass es Werke von Rodin gibt, die tatsächlich sehr stark an diese Hommage an Rodin von Hans Arp erinnern. Darunter exemplarisch die berühmte Kauernde von Rodin. Die haben Sie hier auch in zwei Versionen. Zum einen in dieser kleineren Gipsfassung und dann in der großen Fassung aus Bronze, die leichte Modifikationen erfahren hat, aber man sieht diesen, diese ähnliche Konzeption der Form in dieser Kompaktheit. Wenn man die Hommage an Rodin von Arp sich anschaut, sieht man auch ein vergleichbares Spiel mit Formen, mit Volumen. Also man kann fast sagen, eine Art abstrakte Übertragung der Kauernde in eine ganz neue, eigene, organische Formensprache bei Hans Arp. Grundsätzlich, das habe ich versucht hier auch zu zeigen, sehen Sie in dieser Gegenüberstellung auch dieses Grundprinzip, das bei beiden Künstlern immer wieder zu beobachten ist, nämlich, dass dieselbe Figur in verschiedene Materialien und auch in verschiedene Größen übertragen werden kann. Das ist ein Grundgedanke, ein Grundphänomen, das vielleicht, kann man sagen, bei Rodin zum ersten Mal in dieser Systematik auftaucht und bei Hans Arp dann weitergeführt wird. Also es ist sehr oft der Fall, dass eine Figur der Künstler einerseits in einer kleinen Gipsversion entstanden ist und dann aber eben auch monumentalere Versionen in groß, zum Teil dann in Bronze oder auch in Marmor entstehen, zum Teil aber auch Verkleinerungen hergestellt werden. Also dieses Grundprinzip sieht man, beobachtet man sowohl bei Rodin als auch später dann bei Hans Arp. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter zu dieser sehr imposanten Marmorskulptur von Rodin, die sogenannten Segenswünsche. Es ist eine Skulptur, die ich auch im Dialog mit der Hommage an Rodin von Hans Arp interessant fand, in dieser Krümmung, in dieser Neigung der Figur und dieses nach vorne gebeugt sein. Das ist etwas, wo ich fand, dass man auch da dieses Formenspiel bei beiden Skulpturen sehr schön beobachten kann, natürlich immer wieder auch in einer ganz anderen Interpretationsweise. Was hier auch interessant ist, und das nenne ich jetzt hier an dieser Stelle, ist ein anderer Aspekt, den der Rodin und Arp verbindet, nämlich die Marmorversionen, die bei den beiden Künstlern entstehen, stammen nie aus den Händen der Künstler selber, sondern werden an Spezialisten delegiert. Ich glaube, man kann sagen, dass mit Rodin das zum ersten Mal der Fall ist, dass der Bildhauer eigentlich den manuellen Umsetzungsakt als weniger wichtig erachtet als das eigentliche Konzept hinter dem Werk. Deswegen ist es so, dass Rodin wirklich meistens nur in Anführungszeichen in Ton gearbeitet hat, seine Skulpturen dann gleich auch in Gips hat gießen lassen, meistens in mehreren Versionen, die Versionen in Bronze oder eben auch in Marmor, aber dann eben den Spezialisten übertragen hat, die genau nach seinen Vorgaben, nach den Tonversionen diese Steinfassungen realisiert haben. Das hat Rodin auch nie versteckt, also man weiß heute zum Teil auch, wer der Bildhauer ist, der das realisiert hat. Und obwohl dieses Werk jetzt streng genommen nicht aus der Hand von Rodin stammt, ist es ein authentisches Rodin-Bild, eine Rodin-Skulptur. Also auch das interessant. Und man kann sagen, dass das wirklich dann auch in der Skulptur des 20. Jahrhunderts, eigentlich bis heute in der zeitgenössischen Kunst, Schule gemacht hat, dass wirklich das Konzept das ist, was zählt, die künstlerische Leistung darstellt, mehr als eben der manuelle Umsetzungsakt. Das kann man heute zum Beispiel auch bei Bildhauern wie Jeff Koons beobachten, wo der Bildhauer wirklich oder der Künstler wirklich Konzepteur ist und eben nicht mehr seine Werke selber herstellt. Bei Arp ist das eben auch der Fall, auch alles, was in Stein, vor allem in Marmor entsteht, wird von Hans Arp
an einen Spezialisten, an einen Bildhauer übertragen und eben der realisiert dann ganz genau nach den Vorgaben des Künstlers. Genau, vielleicht haben Sie da noch einen kleinen Zoom auf diese Skulptur. Sie sehen, wie Rodin hier auch versucht, wirklich Wolken, etwas fast Immaterielles, in Stein zu übertragen. Das ist etwas, was bei Rodin weiter zu beobachten ist, dieses Interesse auch für Wolken, für die Wolke als Phänomen. Und tatsächlich ist das auch etwas, was später dann Hans Arp interessiert hat als Motiv. Es gibt immer wieder Wolkenbilder, Wolkenblumen etc., die Hans Arp in die Bildhauerei übertragen hat. Ich würde vorschlagen, dass wir in den nächsten Raum gehen, zum nächsten großen Thema. Tatsächlich haben Sie sicher bereits verstanden, die Ausstellung ist nicht chronologisch geordnet, sondern verfolgt wirklich immer gewisse Themengruppen. In dem Raum, diesen Raum habe ich genannt Inspiration Inferno. Wenn Sie hier reinschauen, werden Sie sehen, dass die Skulpturen von Rodin, die hier präsentiert werden, alle ursprünglich für das berühmte Höllentor entstanden sind. Das Höllentor ist vielleicht, wie soll man sagen, fast eine Art Lebenswerk von Rodin, ein synthetisches Werk, kann man sagen, woran er fast 40 Jahre lang gearbeitet hat. Und selbst bei seinem Tod ist das berühmte Höllentor eigentlich unvollendet geblieben. Ein Exemplar des Höllentors befindet sich vor dem Kunsthaus in Zürich. Vielleicht hatten Sie die Gelegenheit, dieses Exemplar bereits zu sehen. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele Figuren aus der Bildsprache von Rodin für dieses Höllentor entstanden sind, dass er sie eigentlich in diesem Kontext realisiert, zugleich der Künstler sie auch wieder rauszieht aus diesem Kontext und zu eigenständigen, isolierten Figuren auch macht. Also die haben eine Art Doppelleben, einerseits als Teil des Höllentors, gleichzeitig eben auch als freistehende, eigenständige Skulpturen. Ursprünglich für das Höllentor hat Rodin auch den berühmten Kuss realisiert, den er dann aber immer wieder modifiziert hat und dann in einer ganz anderen Form ins Höllentor integriert hat. Aber das Thema geht auch auf dieses Höllentor zurück. Vielleicht grundsätzlich ist es wichtig zu sagen, dass das Höllentor auf die berühmte göttliche Komödie von Dante zurückgeht, diese berühmte Divina Commedia aus dem 14. Jahrhundert, die ja vielleicht zu einem der Hauptwerke der Weltliteratur gilt und jahrhundertelang, kann man sagen, bis in die Moderne auch immer wieder Künstler, nicht nur Dichter, sondern auch Künstler inspiriert hat, also wirklich eine unerschöpfliche, auch Bildquelle, kann man sagen. Und tatsächlich geht das Höllentor inhaltlich eben auf die göttliche Komödie von Dante zurück, namentlich auf das Inferno, auf die Hölle. Das ist praktisch ein Kapitel aus der göttlichen Komödie und deswegen heißt das Höllentor eben auch Höllentor. Der Kuss von Rodin, den haben wir zurzeit auch in einer Monumentalfassung im Park der Fondation Bayle ausgestellt. Also auch da kann man diese Übertragungsidee von einer Größe zur anderen sehr schön beobachten. Das Thema des Kusses ist eben ein Kapitel aus der Divina Commedia, nämlich die Begegnung von zwei zur Hölle verurteilten Liebenden, Paolo und Francesca. Das Problem bei dieser Beziehung war, dass die Francesca eigentlich in den Bruder von Paolo verheiratet war, oder mit dem Bruder verheiratet war, aber in den Paolo verliebt war. Die Szene, die Sie hier sehen, der Kuss, das ist praktisch, kann man sagen, der Moment des Liebesaktes auch, und zwar kurz bevor die beiden von dem Ehemann oder Bruder erwischt werden in flagranti. Die Konsequenz ist, dass der Ehemann die beiden umbringt aus Eifersucht und dadurch in die Hölle landet natürlich. Die beiden Liebenden aber auch, und zwar, weil sie Ehebruch begangen haben. Also das ist die tragische Geschichte hinter diesem Kuss, der aber hier wirklich in eine Art romantische Liebesszene übertragen wurde. Das Thema Paolo und Francesca finden Sie aber bei Rodin auch in anderen Skulpturen, darunter in dieser sehr
wie soll man sagen, sehr sentimentalen, fast überemotionalen Darstellung Paolo und Francesca in den Wolken. Also hier eine Marmorversion. Sie sehen, wie hier das Thema wieder aufgegriffen, aber zugleich auch ganz anders dargestellt wird. Diese Umarmung wird im Vergleich zum Kuss nochmals revidiert und es geht nicht mehr um den Kuss, sondern eher um einen etwas vielleicht tragischeren, sehnsüchtigeren Moment innerhalb dieser Episode. Das Interessante ist, dass auch Hans Arp sich für dieses Thema interessiert hat. Das ist auch überraschend, kann man sagen. Hans Arp hat eine ganze Serie von frühen Reliefs gemacht, Holzreliefs, die er auch Paolo e Francesca nennt. Ein wunderbares Exemplar, warten wir mal auf die Kamera, finden Sie gleich hier, etwas höher gestellt, neben der Version von Rodin, nämlich hier oben, dieses kleine Holzrelief. Sie sehen, im Vergleich zu Rodin, also zwischen diesen beiden Versionen befinden sich gerade mal knapp 15 Jahre. Sie sehen, was da Bahnbrechendes, kann man sagen, innerhalb der Entwicklung der Skulptur stattgefunden hat. Bei Rodin sind diese beiden Liebenden eigentlich nur noch zwei kleine, fast so amöbenhafte Figürchen, die noch, eigentlich nur noch Konturen sind. Und im Vergleich zu der eben sehr sentimentalen Interpretation von Rodin kann man sagen, wirklich fast ein humorvoll ironischer Kommentar auf diese Bildtradition. Und das ist natürlich auch etwas Wichtiges zu verstehen, dass Hans Arp in dieser Zeit, als er diese Reliefs realisiert, sich in dieser sogenannten dadaistischen Periode befindet, die eigentlich mit der Tradition brechen will. Das ist das Thema des Dadaismus, mit allen Traditionen, mit allen Konventionen zu brechen. Interessant ist eben, dass er das hier einerseits natürlich macht, aber zugleich doch wieder diese Tradition aufgreift und dieses altbekannte Motiv wieder aufzuführen. Also das wirklich auch ein sehr spezielles Werk. Sie sehen, ich habe es auch etwas höher platziert, das auch ein bisschen als Hommage an Hans Arp, denn wir wissen, dass Arp seine Reliefs immer unkonventionell hoch präsentiert hat oder hoch gehängt hat, also auch da mit der gängigen Präsentationsweise, also auf Augenhöhe praktisch sprechen will und da auch in der Inszenierung sozusagen einen neuen Aspekt hineinbringen will. Ansonsten sehen Sie hier noch weitere Figuren, die explizit für das Höllentor entstanden sind, wie zum Beispiel der Schatten, hier der kleine Schatten, davon gibt es auch eine große Version, also auch hier nicht nur der weibliche Körper, sondern auch der männliche Akt, der bei Rodin eine Rolle spielt, wobei Sie sehen werden, dass natürlich die weibliche Figur, der weibliche Akt doch der dominante ist, aber eben auch der männliche Akt ist bei Rodin ein sehr wichtiges Thema. Das Thema des Schattens spielt aber eben dann auch bei Hans Arp eine Rolle und das ist interessant. Auch Hans Arp hat sich immer wieder mit diesem Thema auseinandergesetzt, was eigentlich überraschend ist oder interessant, dass Bildhauer versuchen, dem Schatten einen Körper, eine Form zu geben. Denn der Schatten an sich als Phänomen ist ja eigentlich das Gegenteil von Skulptur oder von einer dreidimensionalen Figur. Der Schatten ist etwas ganz Flaches, eigentlich Immaterielles. Und Rodin und Arp interessieren sich eben für die Frage, wie kann ich diesem immateriellen Phänomen einen Körper, eine Form geben. Bei Arp gibt es unter anderem diese interessante sogenannte Schattenfigur. Sie sehen, also das Thema greift er wieder auf, aber interpretiert es auf eine ganz andere Art und Weise. Man hat hier diese fast, naja, wie soll man sagen, eine ganz wandlungsfähige Form, also organisch biorf, aber zugleich hat sie auch etwas wirklich Transformatorisches. Man hat den Eindruck, dass sich diese Form wirklich gerade im Zustand des Zerschmelzens oder je nachdem auch des Entstehens zeigt, also wirklich dieses Transitorische, eine Form, die je nachdem, das sehen Sie jetzt gerade, je nachdem, wie man als Betrachter zu ihr steht, je nach Blickwinkel, die Form sich immer wieder verändert, also eine Form, die aus verschiedenen Formen zusammengesetzt ist. Und von dem her ist das wirklich ein, wie ich finde, meisterliches Werk, weil Arp hier es wirklich schafft,
diese Multiform sozusagen darzustellen und wirklich auch dem Betrachter, je nachdem wie er steht, immer wieder eine neue Figur zu eröffnen. Also wirklich dieses Metamorphotische sozusagen, das bei Arp sehr wichtig ist, das werden Sie auch später sehen, und eben auch bei Rodin eine große Rolle spielt. Auch er hat sich immer wieder mit dem Thema der Verwandlung, der Bewegung auseinandergesetzt. Vielleicht, bevor wir in den nächsten Raum gehen, nochmals kurz zurück zum Denker. Sie haben hier im Gegensatz zur monumentalen Version im Foyer die Originalgröße des Denkers. Also Rodin hat den Denker in dieser Größe für das Höllentor realisiert, ursprünglich eben aus Ton. Und erst später wird er sie dann ins Monumentale übertragen lassen. Der Denker eben auch für das Höllentor entstanden. Er platziert ihn dort fast zu oberst an das Tor. Der Denker stellt nämlich auch niemand anderen da als Dante, also als der Dichter der göttlichen Komödie selber, der Dichter, der hier aber zugleich natürlich der Denker ist und praktisch auf seine eigene Kreation, auf seine eigene Schöpfung runterschaut und über sein eigenes Werk nachdenkt. Der Denker wurde dann natürlich auch zu einem Inbegriff fast des Künstlers selbst, kann man sagen, und auch fast ein bisschen zu einem Selbstporträt von Rodin, denn interessanterweise hat Rodin gewünscht, dass man den Denker in der großen Fassung dann auf sein Grab stellt. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Also wenn Sie heute an das Grab von Rodin gehen, das sich in Meudon außerhalb von Paris befindet, in seinem großen Atelierhaus, werden Sie den monumentalen Denker auf dem Grab des Künstlers sehen. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich in den nächsten Raum wieder ein bisschen mehr ins Konzeptuelle gehen. Hier waren wir eher wieder im Formalen. Hier gibt es Werke, die auch wirklich inhaltlich sehr schön korrespondieren. Jetzt geht es wieder mehr in Richtung Konzept. Bei Rodin und bei Hans Arp ist ein ganz wichtiges Thema das Zerlegen der Figuren, das Zerlegen der Körper und dann aus den Bruchstücken das wieder zusammensetzen. Also das Motiv, das Thema der Assemblage ist ein Leitthema, das Rodin und Arp verbindet und in dem Kontext auch die Bedeutung des Zufalls. Beide Künstler interessieren sich für die Dimension des Zufalls, die bei Rodin sich ankündigt und bei Hans Arp dann ganz explizit behandelt wird. Vielleicht fangen wir mit den Assemblagen von Rodin an. Sie haben hier in dieser Vitrine verschiedene sogenannte Assemblagen von Rodin, die vielleicht in unseren Augen fast zum experimentellsten, zum zeitgenössischsten sozusagen gehören, gerade auch in unserer Sichtweise. Es ist interessant, dass, das hatte ich bereits erwähnt, Rodin seine Skulpturen oder seine Figuren, die er eben in Ton modelliert, zugleich dann eben auch in Gips gießen lässt, und zwar gleich in mehreren Fassungen und aus diesen Gipsversionen eben immer wieder neue Figuren zusammensetzt, kann man tatsächlich sagen. Hier zum Beispiel bei dieser Figur sehen Sie, greift er auf die Figur eines sitzenden Mannes mit gespreizten Beinen, dem schneidet er aber den Oberkörper ab und stellt stattdessen zwei weibliche Figuren rein, die überhaupt nicht in diesem Kontext entstanden sind. Also Sie sehen, bei Rodin wird eigentlich alles kombinierbar, kann man sagen, frei kombinierbar. Und auch da spürt man, wie der Zufall bereits eine gewisse Rolle spielt. Vielleicht im Basel-Kontext noch bekannter ist, oder wie soll man sagen, aufschlussreicher ist diese Assemblage. Sie hatten vielleicht die Gelegenheit im Hof des Kunstmuseums in Basel schon die Bürger, die sogenannten Bürger von Calais zu sehen, und zwar in einer monumentalen Bronzeversion. Was Rodin hier macht, ist, er lässt diese Bürger von Calais in kleinen Gips gießen, schneidet allen den Kopf und die Hände ab und wirft die sozusagen zu einem neuen Schlachtfeld zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes.
hat auch etwas sehr Morbides natürlich. Und er stellt dann noch eine Engelsfigur oben drauf, die überhaupt nichts mit diesen Bürgern von Calais ursprünglich zu tun hat. Also auch hier eine ganz freie Assemblage, die fast schon eine Tendenz ins Surrealistische hat. Also auch da sieht man wirklich, wie Rodin, wie frei und experimentell er mit seinen eigenen Figuren umgeht und in der Zerlegung einer Figur wieder etwas Neues entstehen kann. Bei Arp ist das eben auch ein wichtiges Thema. Auch bei Arp gibt es immer wieder diese Assemblagen, wie hier zum Beispiel diese Gipsfigur, die mit dem schönen Titel Ein Bauchnabel mit zwei Ideen. Und diese zwei wurmhaften Ideen, in Anführungszeichen, kann man frei bewegen. Also die können Sie so drapieren, wie Sie wollen. Also Sie sehen, er greift dieses Thema auf, geht aber da noch einen Schritt weiter, indem er praktisch die Kontrolle über das Werk demjenigen überträgt, der das Werk arrangiert. Also ich hätte diese Würmchen auch etwas anders platzieren können. Überhaupt ist Assemblage eben auch bei Arp immer wieder zu spüren, selbst bei solchen formvollendeten Marmorskulpturen, die eigentlich aus einem großen Element bestehend, fließende, perfekte Übergänge haben, aber sie sehen, ästhetisch hat man den Eindruck, dass sie aus einzelnen Bruchstücken von anderen Skulpturen zusammengesetzt sind. Also auch da bei diesen perfekt gearbeiteten Marmorskulpturen spürt man diesen Hang für die Assemblage. Und vielleicht machen wir noch schnell eine kleine Wendung auf diese Wand. Sie sehen hier drei Reliefs von Hans Arp. Die habe ich hier integriert, weil er sie so nennt, also den Titel gibt, nämlich Konfigurationen nach den Gesetzen des Zufalls geordnet. Also Sie sehen, der Künstler über den Titel suggeriert der Künstler, dass diese Reliefs praktisch nach zufälligen Kriterien entstanden sind, dass die Konfigurationen, die Kompositionen zufällig sind, dass das nicht ganz der Fall ist, sieht man, denn natürlich am Schluss sind es doch wieder sehr ausgewogene Kompositionen, aber trotzdem der Titel suggeriert, dass der Zufall praktisch zu einem künstlerischen Prinzip wird und der praktisch auch über das Werk bestimmen kann. Wir gehen weiter in den größten Raum der Ausstellung, der dieses Thema des Zerlegens, des Fragmentierens nochmals aufgreift. Das Fragmentieren, das eben auch Ausgangspunkt Assemblagen ist. Aber sehr viele Skulpturen von Rodin und eben dann auch von Hans Arp sind als Fragmente, als Torsos konzipiert. Und das kann man sagen, das ist auch eine der großen Leistungen oder eine der großen Innovationen von Rodin, dass er als erster Bildhauer das Fragment, den zerlegten Körper, den nicht mehr vollendeten, in Anführungszeichen nicht vollendeten Körper, den versehrten Körper zu einem neuen Körper- und Kunstideal deklariert. Mit Rodin wird das Fragment sozusagen, findet das Fragment Eingang in die Bildhauerei und mit dieser Idee hat Rodin tatsächlich auch die ganze moderne Bildhauerei bis heute, bis in die zeitgenössische Kunst maßgeblich geprägt. Vielleicht ein besonders schönes Exemplar ist die sogenannte Iris, die Götterbotin, ein Werk, das zur Sammlung der Fondation Bayer gehört. Sie sehen hier, wie dieser Körper wirklich zerstückelt wurde, der Arm abgeschnitten wurde, der Kopf auch, die Figur auch wirklich als fliegende, als schwebende Figur konzipiert wurde. Auch das etwas sehr Unkonventionelles, denn Sie sehen, Rodin verzichtet hier auf den Sockel. Der Sockel verschwindet plötzlich. Die Figur löst sich vom Boden, hat keinen Bodenbezug und ist dadurch wirklich eine ganz neue, man kann dadurch wirklich eine ganz neue Auffassung von Skulptur auch beobachten, die wirklich bis zu diesem Zeitpunkt immer meistens eigentlich auf einem Sockel platziert wurde. Und Rodin ist der Erste eigentlich, der die Skulptur vom Sockel runterholt oder manchmal eben sogar auf den Sockel ganz verzichtet. Sie sehen bei der Iris natürlich auch dieses stark erotisch-sexuelle Potenzial bei Rodin. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt bei Rodin, diese Erotisierung des Körpers, hier fast auf eine provokative Weise, wo natürlich diese Figur, diese eigentlich Götterbotin aus der Mythologie,
auch natürlich eine Art wirklich erotisches Potenzial entwickelt, indem sie die Beine spreizt und wirklich die offene Scham auf Augenhöhe mit dem Betrachter sich befindet. Also da spürt man eben auch diese fast provokative Dimension in gewissen Skulpturen von Rodin. Wie gesagt, spielt das Fragmentieren, das Zerlegen des Körpers, das Thema des Torsos, auch bei Hans Arp eine wichtige Rolle. Deswegen habe ich hier diese interessante Skulptur von Hans Arp, der Iris von Rodin, gegenübergestellt. Die sogenannte Daphne. Auch Daphne ist eine mythologische Figur aus den Metamorphosen von Ovid. Und auch hier, also eigentlich eine Nymphe, die sich in einen Lorbeerbusch verwandelt hat. Also diese Verbindung von menschlichen und pflanzlichen Qualitäten, das ist etwas, was bei Hans Arp immer wieder zu spüren ist, diese Verwandlung von verschiedenen Wesen sozusagen, auch ein Leitthema, das bei Arp immer zu beobachten ist. Die interessant ist, dass die sogenannte Daphne eigentlich die Hälfte ist aus dieser Skulptur. Neben der Daphne findet sich eine andere Fassung des sogenannten Ptolemäus, die erste Version. Er hat diese Figur dann immer wieder überarbeitet, bis zu dieser Figur im Foyer, die eben auch als Ptolemäus bezeichnet wird, allerdings in der dritten Fassung. Hier nimmt er diesen Ptolemäus, halbiert ihn hier, zerlegt die Figur hier und aus dieser Hälfte entsteht dann die Daphne. Also Sie sehen, einerseits also ein wirklicher Bruchstück, ein wirkliches Bruchstück oder ein tatsächliches Fragment aus einer anderen Skulptur von Arp, aber zugleich wieder in sich ein, als Fragment wieder eine in sich geschlossene, vollkommene Figur. Also das Fragment letztlich als die ultimative Ausdrucksform einer vollendeten Form. Das ist etwas, ein Gedanke, den man tatsächlich auf Rodin zurückführen kann und eben auch bei Hans Arp eine ganz große Rolle spielt. Auch hier in diesem Raumabschnitt haben wir ein paar ganz zentrale Figuren von Rodin wieder. Die sogenannte Meditation ohne Arme, auch ein wunderbarer Torso, ein wunderbar fragmentierte Figur, wo der Künstler wirklich nicht nur die Arme, sondern auch die Knie und Teile der Beine abbricht, im wahrsten Sinne des Wortes, sogar die Gussnähte an der Oberfläche belässt. Also auch da sehen Sie, dass er wirklich mit dieser Ästhetik des Unvollendeten, sozusagen des versehrten Körpers arbeitet, nicht nur durchs Fragmentieren, sondern auch in der Behandlung dieser fast geöffneten Oberfläche, womit er auch eben dann spätere Künstler ganz stark geprägt hat. Wenn Sie dann diese Skulptur von Hans Arp dahinter sich anschauen, sieht man, dass er auch da wieder dieses Torso-Thema aufgreift. Das ist ein Motiv von Rodin. Aber Sie sehen, bei Arp ist die Oberfläche immer ganz perfekt gearbeitet, perfekt poliert, perfekt wirklich glatt poliert, kann man sagen. Also hier greift er auf eine eher wieder traditionellere Vorstellung von Skulptur zurück, wenn man an die antiken oder Renaissance-Skulpturen denkt. Das ist etwas, was er hier wieder aufgreift, also in eine Art Distanzierung zu Rodin. Und Sie sehen auch, wenn Hans Arp zerlegt, fragmentiert, ist es nicht ein Wegbrechen, sondern die Bruchstellen sind bei Hans Arp ganz saubere, klare Schnitte, ganz im Gegensatz zu diesen Bruchstellen bei den Torsos von Rodin. Beim Vorbeigehen vielleicht noch, können wir noch einen Blick in diese Vitrine werfen, diese Rodin-Skulptur, die tatsächlich fast wie ein Hans Arp aussieht, dieser weibliche Torso, der wirklich auch aus einem Gesamtkontext rausgebrochen wurde. Und Sie sehen, wie Rodin im Fragmentieren, im Reduzieren des Körpers dann auch wirklich den Weg hin zur Abstraktion bereits ebnet, wie sich hier Tendenzen der abstrakten Skulptur bereits recht deutlich manifestieren. Hans Arp wird dieses Motiv ein Stück weit hier wieder aufgreifen, bei diesem sogenannten Torso Garbe. Sie sehen einerseits ein Torso, aber derart perfekt überarbeitet, derart perfekt ausgearbeitet, dass es wirklich ein völlig vollendetes, formvollendete Figur ist.
und man hier fast schon nicht mehr von einem Torso sprechen kann. Derart perfekt ausgearbeitet ist diese Figur, die wirklich auch wunderbar wieder sich verwandelt, sozusagen je nachdem, wie man steht, die Form je nach Perspektive sich immer wieder verändert und auch kein Vorne und Hinten und kein Hinten mehr hat. Die Figur hat tatsächlich vier Hinterteile, kann man sagen, nur zwei Hinterteile. Also die Skulptur könnte man theoretisch auch ganz anders ausrichten. Also Sie sehen, er spielt da wirklich mit dieser Offenheit der Ausrichtung. Wir gehen weiter. Ich sehe, die Zeit geht immer schneller vorbei, als einem lieb ist. Und wir haben doch noch einiges zu sehen. Deswegen versuche ich, mich etwas kürzer zu fassen. In diesem Raum geht es um weitere wichtige Themen bei Rodin und Arp, nämlich um das Thema der Entstehung und des Wachstums. Das sind zwei Leitprinzipien, die vor allem bei Arp ganz explizit zum Ausdruck kommen, bei Rodin aber auch eine wichtige Rolle spielen. Sie haben bereits gesehen, dass Hans Arp sich auch sehr stark für Pflanzen interessiert, dass die Körper oft menschliche und zugleich auch botanische, pflanzliche Qualitäten aufweisen. Und interessanterweise wurden auch Rodins Skulpturen schon recht früh von der Kritik von Autoren mit Pflanzen verglichen. Sie haben hier zum Beispiel das berühmte Eherne Zeitalter von Rodin. Das ist vielleicht das erste Hauptwerk von Rodin, das er 1875 realisiert hat. Diesen nackten Jüngling in dieser Pose des Erwachens, könnte man sagen. Auch hier ein schönes Beispiel, wo Sie sehen, wie Rodin die Figur vom Sockel runterholt. Also die Figur wird eigentlich direkt auf den Boden platziert. Wir haben hier, das haben Sie grundsätzlich gesehen, immer wieder diese Bodenplatten auch integriert, die aber eigentlich als Abstandhalter funktionieren. Das sind Vorgaben der Leihgeber, die wollten, dass natürlich das Publikum versteht, dass man nicht zu nahe rangehen kann. Und anstatt kleine Zäune aufzustellen, haben wir uns für diese Bodenplatten entschieden. Das Eherne Zeitalter, also wirklich ein frühes Hauptwerk von Rodin, wurde eben auch mit einer Pflanze verglichen. Und zwar von Rainer Maria Rilke, dem berühmten Dichter, österreichischer Dichter, der eine Zeit lang tatsächlich der Sekretär von Rodin war und die erste berühmte oder wichtige Monographie zu Rodin auch geschrieben hat. In dieser Monographie vergleicht Rilke das Eherne Zeitalter mit einem Baum, aus dem Knospen wachsen. Interessanterweise realisiert Hans Arp in den 60er Jahren, also recht spät in seinem Werk, dieses Werk, das praktisch gleich groß ist wie das Eherne Zeitalter von Rodin, und er nennt es Torso mit Knospen. Also Sie sehen, im Prinzip hat man fast den Eindruck, dass er die Interpretation von Rilke, von Rodins Ehernem Zeitalter, hier in eine abstrakt, halb figürliche Skulptur überträgt und dieses Thema wieder aufgreift. Also ein Mensch, der zugleich eine Art Baum sein kann, aus dem Knospen wachsen, oder umgekehrt eine Pflanze, die zugleich dann auch zu einem Akt, zu einem menschlichen Torso werden kann. Auch hier sehen Sie, wie die Figur bei Arp direkt aus dem Boden heraus wächst. Also hier versucht Rodin Arp wirklich das Thema des Wachstums sozusagen zu verkörpern. Und tatsächlich gibt es das schöne Zitat von Arp, wo er sagt, der Bildhauer, der Künstler soll nicht abbilden, sondern bilden, wie die Pflanze die Frucht bildet. Also Sie sehen, er interessiert sich dafür, praktisch inneren Lebensmechanismen oder Lebensprinzipien eine Form zu geben. Und tatsächlich ist das auch etwas, was man bei Rodin immer wieder spüren kann, dass er versucht, wirklich auch seine Figuren praktisch in eine Art Verlebendigung, eine Art Verlebendigung der Figuren darzustellen und sich wirklich auch interessiert, wie man innere praktisch Schaffensprinzipien nach außen in eine Form übertragen kann. Das Thema der Entstehung oder des Wachstums ist auch bei dieser Skulptur von Arp sehr schön zu sehen. Die heißt tatsächlich Wachstum. Und auch da, je nach Perspektive, verwandelt sich die Figur eher in etwas Pflanzliches oder in etwas Menschliches. Manchmal sieht es aus wie ein Ast, manchmal eher wie ein weiblicher Körper.
eine Knospe kann plötzlich zur Brust werden. Also Sie sehen es in New York und Sie sehen, und das macht Rodin immer wieder, wie die Figuren gleichsam direkt aus dem Stein herauszuwachsen scheinen. Also er versucht da wirklich auch diesem Entstehungsakt, auch dem künstlerischen Schaffensakt sozusagen eine Form zu geben. Und man hat wirklich den Eindruck, dass man die Entstehung dieser Figuren als Skulpturen, aber auch fast als lebendige Wesen gerade sehen kann. Und tatsächlich sehen Sie, wie Rodin diese Körper so perfekt modelliert oder hier modellieren lässt, denn wir haben es hier ja mit einer Marmorskulptur zu tun, die nicht Rodin selber realisiert hat, aber Sie sehen, die Körper scheinen fast zu pulsieren, sie scheinen fast zu atmen. Also es ist wirklich praktisch auch die Idee, dass man eine Art Verlebendigung der Skulptur vor Augen führt. Aber eben immer wieder dieser Entstehungszustand, dieses Entstehungsstadium. Dann gehen wir ein bisschen weiter in den etwas verdunkelten Raum, wo es nochmals auch ganz stark um das Thema der Bewegung geht. Das ist ja ein Leitmotiv bei Rodin. Er sagt auch immer wieder, dass für ihn Skulptur auch immer wieder praktisch Bewegung zum Ausdruck bringen soll. Und da gibt es sehr interessante Figuren, auch tänzerische Figuren bei Rodin, die diese Bewegungsidee auf eine ganz neue Art und Weise vor Augen führt. Sie haben hier diese beiden sogenannten Tanzbewegungen von Rodin, einmal in Gips, einmal in Bronze. Und wenn man genauer schaut, sieht man, dass das genau die gleiche Figur ist, identisch. Die kann man aber unterschiedlich ausrichten, entweder auf die Hände stellen, so als akrobatische Figur, oder praktisch tänzerisch, wie fast wie eine Ballerina, auf die Zehenspitze platzieren. Aber es ist genau die gleiche Figur. Und interessant ist, dass Rodin eigentlich, ich glaube, ich würde behaupten, zum ersten Mal in der Skulptur diese Bewegung akzeptiert. Also die Figur, die Skulptur ist nichts mehr Steifes, nichts mehr Rigides, sondern etwas fast Verspieltes, das man wirklich tatsächlich faktisch bewegen kann und wo keine feste Ausrichtung mehr zu beobachten ist. Also hier wirklich die Bewegung, die im tatsächlichen Sinne Eingang findet in die Skulptur. Bei Arp ist dieses Thema auch noch systematischer zu beobachten. Es gibt auch bei Arp immer wieder Figuren, die unterschiedlich gestellt werden können. Hier die sogenannte kleine Sphinx, die Sie stellen können, also als stehende Figur platzieren können, oder aber auch liegend. Also auch hier genau dieselbe Figur, die aber dann je nach Platzierung auch sehr anders aussieht. Manchmal erkennt man sie gar nicht. Aber an sich ist es die gleiche Figur, die Sie stehend oder liegend präsentieren können. Also Sie sehen auch da ein Prinzip, das bei Rodin vorgeprägt ist und dann bei Arp wieder aufgegriffen wird. Wir gehen gleich in den nächsten, wieder etwas lichtdurchflutend Raum. Ich habe gerade das Glück, beim Sonnenuntergang dabei zu sein. Da hat man immer wieder diese schöne Aussicht nach Deutschland mit dem Tüllinger Hügel. Also gerade ideale Lichtphase oder Lichtsituation. Ja. In dem Raum ging es mir explizit nochmals um das Thema der Verwandlung, das Thema Metamorphose. Sie haben gesehen, bis jetzt haben Sie das schon immer wieder auch anklingen gehört, wie wichtig das ist, dass beide Künstler sich immer wieder für Verwandlungsmomente interessiert haben. Entsprechend habe ich hier zwei hybride Wesen in einen Dialog gebracht, Mischwesen, mythologische Fabelwesen, die beide Künstler interessieren. Zum einen hier der sogenannte Cobra-Kentaur und von Hans Arp und von Rodin die sogenannte Kentaurin. Also Sie sehen, beide interessieren sich für dieses Fabelwesen, ein mythologisches Wesen, halb Pferd, halb Mensch. Und beide schaffen es, diesen Figuren wirklich eine ganz andere Dimension dazu zu geben. Und auch da sehen Sie, wie sich die Künstler wirklich für diesen Verwandlungsmoment interessieren. Einerseits an der Figur selber, am Motiv selber, aber auch an der Form. Denn auch da, je nachdem, wie man steht, hat man wirklich den Eindruck, dass sich diese Figur immer wieder verwandelt, immer wieder andere Dimensionen zum Ausdruck bringt. Noch deutlicher wird das
oder noch deutlicher wird dieses Konzept der Vielansichtigkeit, der Multiperspektivität an diesen beiden Skulpturen zum Ausdruck gebracht. Diese Skulptur von Arp mit dem schönen Titel Menschlich, Mondhaft, Geisterhaft ist wirklich so konzipiert, so modelliert, dass sie sich immer wieder verwandelt, je nachdem, wie man steht, immer wieder neue Facetten sich entwickeln. Und bei Rodin haben sie diese sehr schöne Psyche, diese Skulptur, die auf eine wieder mythologische Figur zurückgeht, die Psyche, die ist wirklich sehr interessant konzipiert, ist formal. Frontal sehen Sie diese nackte Frau, die sich entblößt, enthüllt im wahrsten Sinne des Wortes, in dieser sehr tänzerischen Pose. Also man sieht, wie Rodin sich immer wieder auch für Tanz interessiert. Wenn Sie jetzt aber diese Figur von hier anschauen, also seitlich, werden Sie sehen, wie der Körper plötzlich völlig verschwindet. Also man muss nur einen anderen Winkel einnehmen und schon ist er ganz weg und man sieht nur noch eine Draperie. Es ist eigentlich fast nur noch eine abstrakte Skulptur, kann man sagen. Dann von hinten nochmals eine andere Facette. Und dann plötzlich taucht der Körper wieder auf. Also wirklich eine Figur, die so angelegt ist, dass sie wirklich immer wieder Überraschungen enthüllt sozusagen und eine Perspektive nicht auf die andere schließen lässt. Im nächsten Raum geht es weiter mit dieser Verwandlungsthematik. Hier habe ich nochmals ein anderes Thema aufgegriffen, was mit dieser Metamorphosenproblematik zu tun hat, nämlich die Verwandlung von menschlichem Körper und landschaftlichem Körper. Das Landschaftsthema in der Skulptur taucht eigentlich zum ersten Mal mit Hans Arp auf. Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es Landschaften eigentlich nur in der Malerei und in der Zeichnung. Mit Arp wird es auch zu einem skulpturalen Thema, allerdings in Verbindung wieder mit dem menschlichen Körper. Sie haben hier diese Skulptur, auch eine Marmorskulptur, mit dem Titel Femme Paysage, also Frauenlandschaft, kann man sagen. Eine Skulptur, die eben jetzt nicht nur Pflanzliches und Menschliches oder Tierisches und Menschliches verbindet, sondern auch Landschaftliches mit dem Menschlichen. Und auch da sehen Sie, wie er dann plötzlich auch in dieser Zeit, also wir sind da in den 60er Jahren, ein Spätwerk, wie Arp hier auch immer wieder mit diesen Löchern arbeitet, dieses Durchdringen, Perforieren des Körpers ist wichtig, der Zwischenraum, die Leere, die fast gleich wichtig ist wie die Materie. Das ist ein Thema, das gerade im Spätwerk von Arp sehr präsent ist. Diese landschaftliche Qualität des menschlichen Körpers kündigt sich aber in gewisser Hinsicht auch bereits bei Rodin ab, oder zeichnet sich ab, Entschuldigung. Es gibt hier diese schöne Skulptur mit dem Titel Sturz eines Engels, die natürlich jetzt im übertragenen Sinne auch fast so ein bisschen wie eine Hügel- und Höhlenlandschaft gelesen werden kann, je nachdem, wie man steht. Also auch da hat man den Eindruck, dass Rodin sich bereits ein bisschen für diese Verlandschaftlichungsidee des Körpers interessiert, aber hier natürlich noch sehr implizit. Grundsätzlich haben Sie gesehen, dass diese Verwandlungen sehr oft auch mit dem weiblichen Körper zusammenhängen, also sowohl bei Rodin wie auch bei Arp der weibliche Körper meistens der Ausgangspunkt dieser Metamorphosen ist und praktisch eine Ur- oder Grundform ist für allerlei Verwandlungen und Veränderungen. Deswegen wollte ich hier in diesem Raum noch zwei quasi Urfiguren beider Künstler zusammen zeigen. Zum einen die wunderbare Eva von Rodin in dieser ganz hier wieder formvollendeten Fassung. Also hier sehen Sie, wendet Rodin nicht dieses Fragmentarische an, das wir sonst schon gesehen haben, sondern es ist wieder eine eher klassische Vorstellung des vollendeten Körpers. Die Eva, die natürlich die erste biblische Frau ist, also tatsächlich eine Art Urwesen. Und dann bei Hans Arp diese extrem beeindruckende, in der Reduktion perfekte Figur mit dem Titel Demeter. Demeter war die griechische Göttin der Fruchtbarkeit und von dem her eben auch seine Art Urwesen, eine Art Ausgangsfigur, kann man sagen. Und Sie sehen, dass Arp das auch nicht zuletzt mit dem
mit der ovalen Form in Verbindung bringt, das Ei natürlich auch als eine Art Urform, und tatsächlich spielt diese Form bei Arp eine besondere Rolle. Das Ei wird immer wieder thematisiert, auch in seinen Reliefs, das Ei wirklich als Ausgangsform eigentlich aller Figuren, wie Arp es selber gesagt hat. Er sagt, dass er aus dem dynamisierten Oval eigentlich potenziell alle Figuren realisieren kann. Also das war ein Formideal, das er bei dieser wirklich tollen Figur hier anwendet. Fast ein bisschen die Quintessenz der biomorph-organischen Skulptur von Hans Arp. Ich würde vorschlagen, dass wir noch in den letzten Raum gehen und uns noch einer letzten Verwandlungsthematik widmen, nämlich die Verwandlung oder Verbindung von Körper und Gefäß, Körper und Objekt auch, kann man vielleicht allgemein sagen. Beide Künstler haben sich immer wieder für das Motiv der Vase oder der Amphore interessiert und verbringen dieses Objekt immer wieder in Verbindung auch mit menschlichen Körpern, nicht zuletzt mit dem weiblichen Körper. Also eine Art Anthropomorphisierung des Objektes oder eine Art Verdinglichung des menschlichen Körpers. Sie haben hier in diesem Raum drei Reliefs von Arp, drei, wie ich finde, besonders schöne, beeindruckende Reliefs, die eben alle mit dem Titel Amphore tragen. Das Relief hier, auf der anderen Seite, ich lasse die Kamera sich drehen, das Relief hier mit diesem blauen Innen, mit dieser blauen Innenfigur, trägt den Titel Schwangere Amphore. Also Sie sehen, hier suggeriert Hans Arp, dass das Gefäß, die Amphore, zugleich eine Art Gebärmutter sein kann. Und man sieht, dass ja auch diese blaue Form ist wie ein Wesen innerhalb dieser weißen Amphorenfigur. Das Thema, das ist interessant, greift aber auch auf eine ganz andere Art und Weise Rodin immer wieder auf. Auch er interessiert sich immer wieder für die Verbindung von Körpern mit Gefäßen. Und Sie haben hier dieses kleine, aber sehr, sehr interessante Objekt von Rodin, eine Assemblage eigentlich, das im späten 19. Jahrhundert noch entsteht. Und das ist aus ganz verschiedenen Perspektiven sehr interessant. Er greift hier nämlich auf eine Art Ready-Made zurück, wie man dann später gesagt hat. Also vorgefundene Objekte, die dann zum Kunstwerk werden. Tatsächlich, diese Terrakotta-Vase ist eine antike Amphore, die Rodin gesammelt hat. Rodin war auch ein großer Sammler und hat sehr viele solche Objekte gesammelt. Also wirklich ein antikes Gefäß. Er nimmt das, Delgel, setzt aber eine Gipsskulptur, eine eigene Gipsfigur rein und füllt diese Figur, also dieses Gefäß, tatsächlich fast, als wäre es eine Gebärmutter, kann man sagen. Also auch hier im übertragenen Sinne eine Art schwangere Amphore, wenn man das Vokabular von Hans Arp auch da anwenden will. Also Sie sehen, auch das wirklich ein ganz wichtiges Thema bei Rodin. Auch sonst eben bei dieser Skulptur wieder diese Verbindung des Körpers mit dem Gefäß. Auch diese Skulptur geht übrigens auf eine solche Assemblage zurück, die er dann eben zum Teil dann vergrößern lässt und dann in zum Teil Marmorskulpturen umsetzen lässt oder zum Teil dann auch in Gipsfiguren realisiert. Als Schlussbild habe ich mir die sogenannte endlose Amphore von Hans Arp ausgesucht. Vielleicht mit auch eines der schönsten Reliefs von Arp aus den frühen 30er Jahren, wo er auch in der Mitte wieder dieses Amphorenmotiv, dieses Vasenmotiv aufgreift, aber zugleich das Ganze auch so ein bisschen wie ein geflügeltes, engelhaftes Wesen aussieht. Also auch da wieder ein Stück weit in aller Reduktion diesem Objekt auch eine Art fast menschliche Qualität oder mit dem menschlichen Körper zumindest assoziiert. Also auch da sieht man, wie sich der Künstler immer wieder für diese Verbindung von Körper und Vase interessiert hat. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle mit der Führung aufhören, und ich würde mich jetzt noch über Fragen freuen, und ich sehe hier auch schon eine Frage kommen. Ich lese sie mal gleich vor.
Wie kam es zu der Idee, gerade diese beiden Künstler miteinander auszustellen? Gut, die Antwort kann ich Ihnen gerne geben. Ursprünglich ist es eigentlich eine intuitive Idee gewesen. Also am Anfang habe ich mir Rodin praktisch als Ausgangspunkt genommen. Ich wollte etwas mit Rodin machen, fand aber, dass es interessanter sein könnte, ihn eben nicht einfach monografisch in einer Ausstellung zu zeigen, was man ja immer wieder auch gemacht hat, sondern ich fand es interessant, ihn tatsächlich in einem Dialog mit einem anderen modernen Künstler zu zeigen, einem späteren Künstler. Zwischen Rodin und Arp sind ja immerhin 50 Jahre Altersunterschied. Und dass es Arp ist, war zunächst mehr eine Intuition. Ich hatte den Eindruck, dass dieser Dialog eben auf verschiedenen Ebenen zwischen diesen beiden Künstlern da besonders gut funktionieren könnte. Habe dann recherchiert und hat sich dann relativ bald erwiesen, dass dieser Dialog tatsächlich auch funktionieren könnte. Und natürlich die Tatsache, dass es dann zwei Werke gab, die Arp wirklich als Hommagen an Rodin konzipiert hat, das war für mich natürlich wie eine Art Bestätigung, dass diese Intuition, diese Idee nicht ganz daneben war. Und von dem her konnte ich dann in diese Richtung weiter recherchieren. Und ich glaube tatsächlich, dass der Dialog zwischen diesen beiden Künstlern eben deswegen auch besonders interessant ist, weil er sich auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Manchmal sind es formale, inhaltliche Bezüge, wie Sie gesehen haben, manchmal eher konzeptuelle, methodologische Bezüge, Bezüge in der Arbeitsweise zwischen die beiden Künstler verbindet. Deswegen glaube ich, ist eben dieser Dialog auch besonders lebendig und spannend. Ich hoffe, dass Sie das auch so sehen. Gab es noch eine weitere Frage? Die Frage ist, ich hatte verstanden, dass Arp nach Sophie Teuber Arps Tod, wollte, dass in seinen Ausstellungen auch immer Werke von ihr zu sehen sein sollen. Ich muss gestehen, dass ich jetzt trotz allem kein Spezialist zu Sophie Teuber Arp bin, aber das ist tatsächlich so, dass Hans Arp sich sehr stark nach dem Tod seiner Frau sich auch für das Nachleben, das Nachwirken ihres Werkes eingesetzt hat, sich das sehr stark für sie engagiert hat und tatsächlich auch immer wieder Werke von ihr integriert hat. Und wir haben ja gerade die wunderbare Gelegenheit, eben auch die Ausstellung zu Sophie Teuber Arp im Kunstmuseum Basel im Moment sehen zu können, wo man doch auch sieht, wie gegenseitig sich diese beiden Künstler, dieses Künstlerpaar sich auch inspiriert, beeinflusst hat. Sophie Teuber Arp hat Hans Arp sicher wichtige Impulse gegeben, umgekehrt auch Hans Arp, der seine Formensprache oder wo seine Formensprache natürlich auch Eingang in die Kunst von Sophie Teuber Arp findet. Also wirklich so eine Art Gegenwechselspiel, kann man sagen, zwischen beiden Künstlern. Und tatsächlich, Arp hat sich sehr stark für das Werk seiner Frau eingesetzt. Vielleicht noch eine letzte Frage. Sind die Rahmen der Reliefs auch von Arp selbst gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich vernachlässigt das Thema? Ja, absolut. Gerade in diesem Raum, sehen Sie, sind ja alle Reliefs gerahmt. Und die sind Bestandteil des Werkes. Vielleicht gehen wir das ein schönes Beispiel zu dieser Amphore hier. Hier sehen Sie nämlich, dass der Künstler die Figur der Amphore in den Rahmen weiterzieht. Also die Figur sich hier im Rahmen weiterentwickelt. Das sieht man hier ganz deutlich. Also der Rahmen ist wirklich integraler Bestandteil der Komposition und gehört fest zum Relief. Sie haben gesehen, es gibt andere Reliefs wie dieses kleine Paolo e Francesca, da gibt es eben keinen Rahmen. Und entsprechend muss man die dann als freie Formen auch auf der Wand hängen. Also da würde es gegen das Werk gehen, wenn man das plötzlich rahmen würde. Wenn gerahmt, dann ist der Rahmen Teil des Reliefs. Ja. Gut, ich glaube, dann würden wir an dieser Stelle aufhören. Ich hoffe Ihnen einen ersten Einblick, vielleicht auch einen etwas vertieften Einblick in dieses Werk von Rodin und Arp gegeben zu haben und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen sehr schönen Abend. Vielen Dank.